So, das wird ein ganz, ganz kurzes Selbstgespräch versprochen, und zwar ein Selbstgespräch über eigene Meinung. Und zwar den Aufhänger nehme ich einen Dordot. Ich übertrage mal ganz schnell das Bild. Und zwar geht es um den Dordot Heile Welt. Ich will den Film selber nicht kommentieren, aber es ist ein wunderschönes Beispiel für normale Menschen. Ich stelle den Link mit rein, kann ich empfehlen, schaut ihn euch an. Es geht hier um die verschiedenen Meinungen zwischen rechte Meinungen und linke Meinungen und wieso ich jetzt eigentlich hier dieses kurze Selbstgespräch mache. Du solltest dir mal eigene Gedanken machen, was für eine Meinung du vertrittst und wo du deine Meinung her hast. Das ist also hier eine Polizistin, wird hier denunziert im Internet, in den Medien, dass sie rechts ist, was überhaupt nicht stimmt. Und dann kippt innerhalb des Films das Ganze um, dass er plötzlich als links dasteht. Und das sind jetzt diese vielen Meinungen. Ich habe gelesen, diese Kommissarin ist voll Nazi. Nicht mal als Polizist ist man sicher in Deutschland. Bla 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 bla. Es geht nicht darum, ob man selber solche Meinungen postet, sondern mir geht es schlichtweg und einfach, da schalte ich jetzt gleich wieder zurück, mir geht es schlichtweg und einfach darum, dass du dir mal bewusst machst, was ist deine Meinung? Wo hast du deine Meinung hier? Das ist das Spielberg-Holofeeling. Du sitzt am Computer, du sitzt am Fernsehen, du hast Zeitungen in der Hand. Du liest immer, in der Regel, wenn du Zeitungen liest, dieselben Zeitungen. Du gehst immer auf dieselben Internetseiten. Du sympathisierst mit einseitigen Sichtweisen, wo du dir hundertprozentig sicher bist, dass diese einseitigen Sichtweisen die einzigen richtigen Sichtweisen sind, weil sie dir logisch erscheinen. Und es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt einer bist, der hier Hassprediger ist, dass du das postest, wenn du im Internet tätig bist, sondern es geht mir ganz einfach darum, welche Meinungen vertrittst du und welche erscheinen dir falsch oder verkehrt. Das, was du in dem Film siehst, wenn du dir den einmal gewissenhaft anschaust, und da geht es nicht um die Story als Ding an sich, sondern um dieses Riesen-Sammelsurium von Meinungen, dass jeder wahnsinnige normale Mensch glaubt, seine Meinung ist richtig, weil sie ihm logisch erscheint. Ob es um politische Meinungen geht, ob es um esoterische, um religiöse Meinungen geht, du hängst in einer Unvollkommenheit fest, in dem Wahn, wo ich sage, das ist richtig und alles andere ist verkehrt. Und das wird sich jetzt immer mehr in dir anhäufen. Die Welt, die du erlebst, erlebst du in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt. Und solange du dir nicht bewusst machst, was du selbst bist und dass du die Ursache bist, sagst du mal, für das, was du denkst, aber was du denkst, wiederum sich zwischen dem gedachten ständigen Wechsel deiner Informationen und dir als immer seiender, träumender Geist, was dazwischen schiebt, das die Maske nennen, das ist dein Ich, dein Menschenverstand, dein Programm. Das ist die eigentliche Ursache, ist der Glaube, die Beschwörungskunst. Und dir wird irgendwann einmal klar sein, dass alles, was du beschwörst, wenn du Meineide schwörst, du kannst all deinen Glauben auch verwirklichen. Du kannst Naturgesetze verändern. Prinzipiell. Aber dann musst du deinen Glauben, dein Programm verändern. Das Programm kann niemals ein Gedanke von dir verändern. Auch nicht der ausgedachte Protagonist, der den Joystick in der Hand hat. Sondern nur der, der weiß, wie Programme funktionieren, der vollkommen im absoluten Jenseits im Innersten ist, der kann jetzt das Programm verändern, aber nicht, dass er es verändern muss, sondern er muss die bestehenden Teile mit den fehlenden Teilen vervollkommnen. Ich verändere das H, wenn ich aus dem Buchstaben ein Wort mache. Aber dann verändere ich nichts an dem H. An dem Buchstaben. Und ich verändere ein Wort, indem ich aus einem Wort einen Satz mache, dann kommen nämlich noch andere Worte dazu. Dann verende ich auch nicht das Wort. Das ist der Weg in die Vervollkommnung. Und der wird dir mit Holofeeling beschrieben. So, und ich stelle jetzt den Link von dem Dordot rein. Und dann ist man zuerst einmal entsetzt. Es geht hier gar nicht um den Krimi, sondern um diesen Wahn von all denen, die du dir jetzt ausdenkst, wo du die Schuld auf dich nehmen solltest, weil das Spiegelbilder deiner eigenen Einseitigkeiten sind. Immer dran denken, bei Holofeeling bist du der Ausgangspunkt für die Welt, die du träumst. Und wenn du das nicht sein willst, weil dir das zu groß ist, du bist es dann trotzdem. Bis du dann groß bist,
dieses geistige Ross des Sus. Da muss ich immer wieder, das ist in unserem Wort Jesus, wenn ich immer das groß schreibe, da will ich übrigens ganz kurz noch, muss ich doch nochmal eins kleins dran schieben, aber dann lassen wir es wirklich gut sein, dass dieses Sus, das hebräische Sus, das ist ja das Pferd im Jesus, das steht hier schon, das Groß. Was du hier anschauen solltest, ist das doch mal hier die 126, da hast du schon die 126, das heißt, der eine, der rote Mensch ist der Jahwe. Und schau, da hast du auch hin die Quintessenz, da haben wir wieder die Quintessenz im Zentrum, in unserem Einheitskreis, plus, 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 minus, 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 plus und in der Mitte die Quintessenz. Du kommst aus diesem Zahlensystem insgesamt überhaupt nicht raus. Das ist ein Symbol. Es geht hier nicht um irgendwelche ausgedachte Menschen, ausgedachte Dinge bei Holofeeling. Dreht sich alles um das Nicht-Existieren-Könnende, was als Ding an sich niemals existieren kann. Dieses Nihilo, die Kreatio ex Nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts, das letztendlich rot geschrieben auch alles ist. Das sind die ersten zwei Urseiten. Alles andere sind Operwellen. Und das ganze Spiel von Welt da außen, von Vergangenheit und Zukunft, Existenzen sind nicht für die Ewigkeit. Diese ständige Verwandlung in dir selbst, im Jetzt, in diesem ewigen Jetzt, das muss verstanden werden und das kann nur der verstehen, der mich jetzt sprechen hört. Und der ist nicht irgendwas Existierendes. Sonst wird, wenn du was Existierendes bist, hörst du mich sowieso nicht sprechen. Also glaube ich auch nicht, dass mich jetzt das Pixelmännchen Holger sprechen hört. Oder der, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du den Trockennasenaffen, es ist kein Unterschied, es ist einfach nur eine Information, eine existierende Information, die durch den nächsten Gedanken zerstört wird. Du solltest dich immer wieder zurückholen in dieses Bewusstsein. Darum ist Holofeeling ein Spiel, das wir zwei, JCH und ICH Rot, mit, allein mit uns selbst spielen. Das ist das E-Quadrat. Und einfach schauen, mit was sympathisierst du? Das sind Sätze, das wird Gebetsmänner haben von mir gepredigt. Diese Meinung, die du vertrittst, ist eine angelesene Meinung. Es wird dir vollkommen logisch erscheinen. Das ist also hier, darum habe ich auch von vornherein jetzt in unseren Holofeeling-Ordner, der immer nur für dich ist, nicht für ausgedachte Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier von vorne weg sagt, hab diese selbst, Holofeeling, die geistreiche Aufklärung über deine eigene trügerische Logik. Das ist eine wundervolle Zusammenfassung. Hör dir das einfach nochmal an. Nicht sagen, ach, das kenne ich ja alles. Lass das auf dich wirken. Ich kann dir nur anraten, du musst es immer und immer wieder wiederholen, bis du plötzlich in einem gewissen Maße ein Heureka kriegst, wie dir die Schuppen von den Augen fallen, wie man so schön sagt. Dass du sagst, das stimmt ja eigentlich. Was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Du bist schuld an allem, was du dir denkst und doch nicht schuld, solange du ein träumender Geist bist. Ja, genau, genau. Ja. Da kommt jetzt eine liebevolle, väterliche Warnung, keine Drohung, dass ich ganz, ganz massiv, es wird die Welt um dich herum, wenn du nicht rechtzeitig dich eines Besseren besinnst. Das ist die Sache, wenn sich ein Blinder an den Stein stößt. Du bist kein Blinder mehr. Dann bist du unachtsam. Es wird extrem wehtun. Das, was du bereuen wirst, sind deine Unachtsamkeiten, dass du jedes Mal, wenn du dich schlecht fühlst, ist die Ursache, dass du dieses Grundprinzip von Holofeeling vergessen hast. Du bist wieder in einer, ein Reizauslöser, der einfach nur in dir auftaucht, der noch gar nichts ist, qualitativ betrachtet. Du bist immer noch in dem Modus, mit deinem Schwamminhalt in einseitig zu werden. Und das ist die Quelle von Leid. Es ist deine Wertung, deine Interpretation. In diesem Selbstgespräch sage ich dann immer wieder, wenn du meinst, Schläge sind was Schlechtes, die man uns jetzt ausdenkt, selbst Schmerzen. Du müsstest nur dein Masochistenprogramm einschalten, dann wäre es ein Hochgenuss. Das heißt, du musst dein Programm, dein Werteprogramm umschalten können. Dazu brauchst du aber zuerst einmal eine riesen Palette von Werteprogrammen. Das wird ein vollkommen geistreicher Automatismus. Es ist ja auch, wenn du dich freust auf einen Krimi oder auf einen Horrorfilm oft, wenn du das Programm hast, wo ein anderer sagt, so einen Scheiß schaue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Das ist alles ein Nicht-Haben-Wollen von etwas, was dir ja sowieso gehört. Was Teile von dir selbst sind, wenn du das Wort Holofeeling verstanden hast. So, jetzt spiel noch eine Runde Leben. Tschüss.